hoch. Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich bin am Axten. Ich bin gerade dabei, Ressourcen zu farmen. Holz insbesondere und Thatches für die zukünftigen Bauprojekte, beziehungsweise für das aktuell laufende Bauprojekt. Mauer um das Lager. Und ich hacke hier so lange Holz, bis hier alle Palmen umgeaxtet sind. So lange axte ich hier. Beziehungsweise bis meine Saurier bis oben hin vollgestopft sind. Mit Holz und Thatches. Ich muss mir mal aus dem Triceratops gleich mal Fleisch rausholen. Ich muss ja essen, sehe ich gerade. Ich vergesse dann immer, wenn ich so beschäftigt bin, so wie jetzt, vergesse ich immer das Essen und Trinken. Das ist fast so ein bisschen wie im Real Life. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie an einem Projekt arbeite oder richtig beschäftigt bin, so mit dem Kopf und so, ja, also wenn ich richtig in der Sache drin stecke, bis zum Hals, ja, dann vergesse ich immer das Essen und Trinken. Beziehungsweise vor allem das Trinken. Das ist eigentlich das Schlimme, dass ich das Trinken vergesse. Das Essen ist, kann man mal verschmerzen, wenn man das mal vergisst. Aber das Schlimme ist eigentlich, wenn man das Trinken vergisst. Und da bin ich leider schuldig im Sinne der Anklage, weil das passiert mir leider voll oft. Gerade jetzt bei der Hitze ist das natürlich fatal, weil man muss viel trinken. Ich meine, beim Aufnehmen würde ich normalerweise auch trinken, aber das macht sich ein bisschen schlecht beim Aufnehmen. So, du hast ja Fleisch, ne? Nehmen wir das mal so, so und essen. Und nochmal essen gleich direkt danach. Und kacken. So, denn wer isst, der Fisch isst. Und jetzt machen wir mal hier diese Ballen, machen wir kaputt. Total kaputt. So. Diese Palme. Jawohl. Und hier diese Krüppelkiefern hier, die hier rumliegen, die machen wir auch platt. Bam, bam, bam. Und, gibt er mir ein Headbang hier. Eine Kopfnuss hat er mir gegeben. So, machen wir das mal so. Ja, perfekt eigentlich, ne? Du bist ja auch schon relativ voll. Moment. Dann machen wir das jetzt mal so. Ich werde jetzt einfach mal schon ein bisschen wieder in Richtung Heimathafen reiten. Du kannst noch ein bisschen was aufnehmen. Wir reiten jetzt einfach mal hier so hinten lang. So an dieser Klippe lang und dann in so einem Bogen, in so einem längeren, zurück nach Hause. Und dann nehme ich auf dem Weg dahin einfach noch alles mit, was sich nicht bewegt. Also alle Bäume. So, die kann man ja mal umstoßen hier. Bam. Ich bin jetzt zu faul, um das per Hand zu machen, ja. Ich stoße jetzt hier einfach die Bäume mit dem Triceratops um. So, ups. Genau, gib mir das Holz. So, und indem wir sprinten mit dem Triceratops, verbraucht der natürlich auch entsprechend viele Beeren, weil er natürlich dann auch entsprechend essen muss. Und wir sehen, der frisst am liebsten die gelben Beeren. Der frisst die zuerst. Das steht ja dann immer oben, removed from inventory. Das heißt, er hat die gefressen. Der frisst die gelben Beeren am liebsten. Das hätte ich ja nicht gedacht. So, jetzt kann man wieder ein bisschen rennen. Und bam, bam. Oh, da bricht sogar die FPS ein bisschen ein, wenn er so viele Büsche gleichzeitig zerplatzen lässt. Nicht schlecht. So, jetzt ist die Stamina wieder leer. Vielleicht sollte ich ihn beim nächsten Level-Up doch mal ein bisschen auf Stamina skillen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Das Holz, was ich jetzt hier rauskriege, das reicht mir auch ehrlich gesagt. So. Jawohl. Ist das Fiomia gerade vor irgendwas weggerannt? Jetzt wird er mir aber ganz schön langsam hier, der Kollege. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt packen wir doch mal so ein, zwei... Was läuft da? Ach, der Para, okay. Ach, ich habe gerade ein bisschen... Ich habe gerade Paranoia gehabt. Oh Gott. War der schlecht.
Paranoia. Das ist eine paranormale Erfahrung hier mit diesen Parasauriern. Und der Stego guckt in den Arsch vom... Okay, nee, das wollen wir lieber nicht vertiefen. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug Zeug. Und da ist ein Bronto. Irgendwie ist es sehr verlockend, diese Brontos mit Tranquilizer Arrows zu betäuben und den mal zu zähmen. Aber ich wette, das dauert bestimmt 3 Milliarden Jahre, bis der gezähmt ist. Das wäre mal so ein Großprojekt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Großprojekt, ja, was man mal irgendwann mal machen könnte. Da hinten baut sich meine Base auf. So, kommt mal, jetzt machen wir hier ein bisschen Tempo. Tempo, Tempo, und da vorne ist noch ein Dilo, den können wir auch mal gleich töten. So, Achtung, jetzt wechseln wir mal auf Schritttempo. Nochmal kacken. So, das kann man nämlich auch, wenn man auf dem Dino sitzt, kann man mit dem Dino per Knopfdruck kacken. Das ist auch sehr lustig. So, Kawabunga! Tötet den Dilo! Hohohoho! Ja, komm doch her, komm doch her. Herrlich. Ist das nicht schön? Man kann sich noch rächen. Wenn er tot ist, kann man noch auf ihn einschlagen. Ja, Moment, apropos. Ich sollte vielleicht auch mal das Raw Meat rausholen. Na, weil das brauchen wir ja für die Narcotics. Und der Dino muss schon wieder kacken. Ist ja Wahnsinn. Eine Kotmaschine. Boah, wie kahl das hier ist, ne? Guckt euch das mal an. Das ist so unfassbar kahl. Alles leergerodet hier in der Gegend. Ja, also ich glaube, als nächstes sollte der Triceratops mal ein bisschen Stamina bekommen. Von mir. Was ist das denn hier für ein Triceratops? Hast du einen hohen Level? Das kann man leider nicht sehen. Schade eigentlich. Ich habe jetzt schon so überlegt, ob ich ihn mal angreifen soll. Dü, 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 dü. So, dann wollen wir mal wieder durchs Tor reiten, ne? Auch wenn das jetzt momentan noch nicht wirklich viel Sinn macht. Ach ja, genau, da kann ich gleich mal probieren. Kann der eigentlich drüber laufen, über die Mauer? Nee, kann er nicht. Okay, gut zu wissen. Aber wir können hier das Tor aufmachen. Und episch hindurchschreiten. Juhu! So. Parken wir die mal hier. Ach, Plato, du schaffst es natürlich wieder nicht. Kleines Dummchen. Komm her. So, jetzt wenden. Nein, doch nicht so. Mein Gott. Jetzt komm halt durch hier. Triff doch das Tor. Oh mein Gott. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das müssen wir mal anders machen. Komm doch mal mit. Komm mal zu mir. Genau so. Und jetzt? Hindurchschreiten, bitte. Ist ja wie ein LKW in eine schmale Ausfahrt bzw. Einfahrt zu manövrieren hier. Das ist nämlich der Euro Truck Simulator 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit, ja. Das ist die Jurassic Edition von Euro Truck Simulator. So, jetzt wartest du mal bitte kurz. Stehen bleiben. Genau. Kann ich nämlich hinter dir die Tür zumachen. Hast du ein Level-Up eigentlich? Nee, noch nicht. Und Horner, hast du ein Level-Up? Ach, noch lange nicht, noch lange nicht. Okay, dann können wir ja mal die Schätze heben. Erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, nehme ich mir das ganze verrottete Fleisch, was ihr beiden habt. Da war noch welches. Nein, 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 nein. Falsch, falsch, falsch. Da war noch eins. Das habe ich gerade nicht erwischt. So, jetzt. Und mach da draus Narcotics. Ganz, ganz wichtig.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So. Faultes Fleisch, die Bärchen und... Ne, für die Tranquilizer Arrows und so, ne? Wollen wir uns ja nicht umkommen lassen hier. Wir wollen das ja auch verwenden, wenn wir es schon haben. Einen Schluck trinken. So, und jetzt wird wieder gecraftet. Und ihr ahnt es schon, was gecraftet wird. Mit dem ersten Schwung Holz bzw. Steine werde ich mal... Ja, Thatches brauchen wir natürlich auch. Mit dem ersten Schwung werde ich mal diese Foundations wieder craften. So, hier sind Steine, Craftables, 4 Stück, genau. Hier sind auch noch Steine drin, ne? Ne, wir haben keine Steine mehr. Okay, Steine sind als nächstes gefragt. Steine braucht das Land. Kann das Holz ja trotzdem schon mal hier reinziehen. So, und die... Und das Hide. Die Thatches, die noch übrig sind. So, das Zeug auch. Die Steine auch. Ach, die gehen da nicht mehr rein. Okay. Machen wir die... Huch. Dann machen wir die halt nebenan rein. So, und ich würde sagen, ich sammle einfach wieder Steine. Ne? Eine wahnsinnig spannende Tätigkeit. Aber der Vorteil ist halt auch, die Steine spawnen nach. Und die spawnen halt relativ schnell nach. Also müsst ihr mal drauf achten. Wenn ich hier einmal durchlaufe, sind die ja eigentlich alle weg. Ja? Und wenn ich dann wieder zurücklaufe, sind plötzlich alle Steine wieder da, die ich aufgesammelt habe. Müsst ihr mal drauf achten. Ich bin jetzt sehr gründlich. Oder ich versuche jetzt sehr gründlich zu sein. Und alle Steine mitzunehmen, die hier rumliegen. So. So. Kleine, große, schmale, breite, lange, dünne. Alle Arten von Steinen nehme ich jetzt hier mit. Guckt mal, da seht ihr es schon. Wenn ich da hinten hingucke, sind schon wieder neue Steine da. Noch nicht ganz so viele, aber es sind wieder neue Steine da. Das ist echt witzig eigentlich. Irgendwie ist das witzig. Die Steine, die verstecken sich im Boden, wenn sie wissen, dass ich komme, und dann kommen sie wieder raus, wenn sie denken, dass die Luft rein ist. Aber dann rechnen sie nicht damit, dass ich wieder umkehre. Und dann sagen sie sich, scheiße, wir hätten noch länger im Sand versteckt sein sollen. Verdammt, wir sind zu früh rausgekommen. Obwohl, da haben sie meine Kritik gehört und sofort sind nicht ganz so viele Steine mehr da. Naja, auf jeden Fall spawnen die nach. Ich meine, ich bin ja hier nicht das erste Mal jetzt durchgegangen, habe Steine gesammelt. Das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht. Und sind ja trotzdem wieder neue Steine aufgetaucht. Ist ein bisschen wie mit den Bäumen, nur bei den Bäumen dauert es immer ein bisschen länger. Bis da mal wieder was Neues auftaucht. So. Wie viele habe ich denn? 77. Das reicht gerade mal für 2 Mauern. Das ist ein bisschen wenig. Das ist mir zu wenig. Ah, hier ist ein schönes Geröllfeld. Da gehen wir nochmal durch. So. So. Hier auch, genau. Also um die Brontosaurier aus meinem Lager rauszuhalten, brauche ich, glaube ich, Mauern, die 3 Einheiten hoch sind, mindestens. Über 2 Einheiten hohe Mauern steppen die, glaube ich, einfach drüber. Das ist denen egal. Es ist kein richtiges Hindernis für die. So, da habe ich wieder Steine gesammelt. Wunderbar. Ein Dodo-Haufen. Alles klar. 96 habe ich. Na ja, komm, dann nehmen wir die hier noch mit. Die sind doch auch schon wieder neu gespawnt hier, diese Steinchen, oder? Die waren doch vorher nicht da. Guck mal, ich habe auch schon wieder fast die Hälfte, was zur Hälfte ein Level ab. Was das bringt, das Steine sammeln, ne? Das ist schon ziemlich heftig eigentlich für so eine simple Tätigkeit wie Steine aufheben, dass es da so viele Erfahrungspunkte gibt. Ich hoffe, das wird sich nie ändern.
So, dann machen wir gleich noch ein paar Foundations. Genau, 6 Stück. Und auch das, wir sehen es, bringt ordentlich Erfahrungspunkte, die wir dringend brauchen. Und ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle auch zu Ende. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit, ihr ahnt es schon, Steine sammeln und an der Mauer weiterbauen. Bis zur nächsten Folge, Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.